Königsallee. Von Hans Pleschinski. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Andauernd weht von der Baustelle Zement herüber. Leider kann ich das Hauptportal nicht schließen. Die vielen Lieferanten. Die Feuerwehr hat die Zufahrt zum Lieferanteneingang gesperrt. Schön wieder ein Blindgänger. Krude Zeiten. Naja, wir können froh sein, dass nicht das ganze Karree geräumt werden muss. Da müssen wir durch, meine Herren. Diese Panik immer bei Evakuierungen. Denken Sie bloß an die kanadische Sängerin, fällt vor Aufregung die Treppe herunter. Ein Beinbruch immerhin. Naja, ein Blindgänger in unmittelbarer Nähe, da kann man einer Künstlerin aus Übersee ihre Todesfurcht nicht verübeln. Immerhin musste sie ihre Fronttournee absagen. Ganz schön teuer. Glücklicherweise müssen wir das nicht bezahlen. Beseitigung von Kriegsschäden ist Sache der Behörden. Aber die Verluste an Wertgegenständen sind nicht zu unterschätzen. Jede Evakuierung kostet uns Tafelsilber. Und eine chinesische Vase. Ja, das kann noch eine Weile dauern. Ein Wunder, dass in Düsseldorf überhaupt noch eine Hauswand senkrecht steht. Aber dass ausgerechnet heute der Klavierstimmer bestellt wurde. Gottlob gibt es den Alltag. Auch wenn er die Nerven aufs Äußerste strapaziert. Au. Au. Was ist? Wieder der Granatsplitter. Andenken an das letzte Aufgebot. Juckt. Immer wenn der Tagesablauf aus dem Lot gerät. Dann fängt er an zu tanzen. Aber glücklicherweise sind wir den Amis ins Netz gegangen. Wer weiß, wo ich sonst gelandet wäre. Dann hat das so gesehen auch wieder was Gutes. Oh, die Blumenmädchen. Und das Gemüse. Ach, wenigstens sind die Teppiche eingerollt. Wo doch der Lieferanteneingang gesperrt ist. Na ja, dann gehen Sie mal wieder auf Ihren Posten, Elkers. Da kommen die Schreiner für die Türen. Aber dass der Klavierstimmer heute ausgerechnet... Also wenn noch was ist, meine Herren, ich bin in meinem Büro. Gut, Herr Direktor. Türen? Ja, gepolstert, Schalldämmung für die Suite. Ja, wurde auch höchste Zeit. Unser Gast bedarf der größtmöglichen Ruhe. Er gilt als einer der empfindlichsten weltweit. Ich habe gehört, er gerät in fiebrige Alpdrücke, braucht Unmengen von Schlafpulver, wenn der leichte Schlummer auch nur angehaucht wird. Die Direktion hat weder Kosten noch Mühen gescheut. Doppelfenster geprüft, Wasserhahndichtungen ausgetauscht. Fehlen nur noch die Polstertüren. Er kommt mit dem 10:12. Wir wissen nicht, wann die in Köln aufbrechen. Ob dort noch ein Empfang eingeschoben wird. Vielleicht wollen die spontan am Rhein spazieren. Die sind jetzt wohl nicht mehr so oft in Deutschland. In Köln muss man ja nicht lange bleiben. In Köln gibt's nichts zu sehen. Ja, wohl hier ja auch nicht mehr. Oberkassel vielleicht. Warum die Alliierten ausgerechnet Oberkassel? Und auch die Bonzen und Industriebarone. Na, vielleicht haben die ja gerade geschont. Zwecks späteren Einvernehmens zwischen Industriellen und Besatzern. Also, ich bin SPD. 5-Tage-Woche, moderate Enteignung und völlige Entwaffnung. Neutralität, Frieden und ein gutes Auskommen für alle. Diese Hetze gegen die Sowjetzone. Das Land zerfällt noch endgültig in 2 Teile. Wie wohl mein Kaffee in Erfurt aussieht. Ausgebrannt, zerlegt. In Erfurt sind die Russen. Unfasslich. Nicht die geringste Nachricht dringt von dort durch. Erfurt ist weg. Das kann zwar nicht sein, aber es ist weg. Naja, dann mal die Post. Erfurt verloren. Gerda verschollen. Unzählige tote Flüchtlinge. Ermordete Juden, Zigeuner, Andersdenkende. Trümmerflächen, Trümmerregionen. Blindgänger. Endkampf im Stadtpark. Wo geht's zur Küche? Vor der Treppe links, den Gang entlang. Ah. Immer durch. Guten Tag. Firma Elektrobunke. Ich bringe den Schallplattenspieler. Plattenspieler? Für den Nobelpreisträger. Ah ja, in die Präsidentensuite Belletage, 1. Stock, das Zimmermädchen bringt dich hin. Okay. Nimm den Fahrstuhl, das ist doch schwer. Schau, Lorenz, unser bestes Gerät. Die Nebensuite, ich bedauere unendlich, gnädige Frau, ist leider reserviert. Ich kann Ihrem Gemahl diesmal stattdessen ein sehr geräumiges Doppelzimmer geben. Das Bad General überholt. Ja, selbstverständlich, gnädige Frau. Gehorsamste Empfehlung des Hauses an den Herrn Generalfeldmarschall, wenn ich mir erlauben darf. Herr Direktor! Herr Direktor!
Ein weltberühmter Humanist und ein unbelehrbarer Stahlhelmführer. In einer Stadt, im selben Haus. Ein Albtraum, Siemer. Das geht nicht gut. Man stelle sich vor, die beiden gemeinsam im Aufzug. Eine Begegnung mit Albert Kesselring, das ist ein Skandal. Und das bei den Holländern im Haus. Holländische Woche. Rotterdam in Schutt und Asche. London. Immerhin hat er Rom gerettet. Gerettet. Kampflos den Alliierten überlassen. Aber er lächelt weiter. Soldat bis zum letzten Tag. Smiling Albert. Der lächelt immer. Auch beim Empfang seiner Zimmerschlüssel. Friedmann? Friedmann! Herr Direktor? Kesselring hat doch schon mal abgesagt, oder? Ja, letztes Jahr. Da haben Sie sich knapp für das Gästehaus der Flix entschieden. Wieso? Das wäre eine Lösung. Kesselring nebst Gattin. Ja, jetzt nur keine Gauleiter und volkshygienische Juristen im Haus. Das verkraften wir nicht. Der Affront. Der Ruf des Hauses wäre ruiniert. Heißt das, Sie müssen weg? Friedmann, lochen Sie weiter. Wir sind ausgebucht, Herr Direktor. Ich vertraue auf Sie, Siemer. Guten Tag. Womit können wir der jungen Dame behilflich sein? Plattenhaus Bunke, Schallplatten für den Gast. Der Apparat soll schon da sein. Hauptsächlich Wagner und ein bisschen Mahler. Oder kommt er nicht? Der Schumannsaal ist ausverkauft. Doch, doch, er kommt. Wir haben zusammengestellt, was wir so im Laden hatten. So. Das weiß man doch. Wenn er sich matt fühlt, hier die Meistersinger. Die Auferstehungssymphonie fürs Wohlgefühl. Ja, dem wird wohl so sein. Page? Ja? Sei der jungen Dame hier mal behilflich. Jawohl. Präsidentensuite. Dankeschön. Sehr gerne. Die junge Dame? Mit Ungeduld und Spannung macht man sich bereit. So, die Präsidentensuite. Jeglicher Komfort. Bar, weißes Telefon, Bidet und Fenstertüren zur Balustrade zum Frischluftschnappen. Polstertüren, elektrische Heizdecken, ein extra Vorrat an Pharnodorm, Stöße von feinstem Schreibpapier. Falls im Hause der Beginn einer Novelle gar ein Romananfang zustande kommen sollte. Luxus pur. Dazu ist die Küche auf alle erdenklichen Gaumenschmeicheleien vorbereitet. Jetzt fehlen nur noch die Gäste. Das Haus ist bereit. Tun Sie einfach, was Sie gelernt haben, meine Herrschaften. Gehen Sie leise auf den Gängen, bedienen Sie aufmerksam und dezent. Achten Sie darauf, dass sich nicht ungestüme Besucher einschleichen. Falls er keine Fototermine wünscht, wir halten die Reporter fern. Falls die Gattin die Benrath-Suite moniert, bieten wir ihr die Jägerhofer an. Wir wissen noch nicht, ob die Tochter mitkommt. Sie gilt als die nervöseste von allen. Aber wenn sie um 3 Uhr früh die neuesten Zeitungen wünscht, rennt einer zum Bahnhof. Düsseldorf ist nicht Mettmann. Aber wie spricht man ihn an, Herr Direktor? Herr Senator? Herr Nobelpreisträger? Deine Familiennamen? Wie kann man auf ihn reagieren? Oder sich an ihn wenden? Einfach nur Sie? Ja, schwierig, das ist alles schwierig. Vielleicht einfach Herr Mann. Ja, Thomas Mann. Mann, ist das kalt in Europa. In Shanghai werden es jetzt an die 40 Grad. Du bist ja auch nichts anderes gewohnt. Jetzt sind wir hier in der Kälte und wie angenehm könnte das Leben in Asien sein, wenn Mao Zedong nicht alles zum Stocken gebracht hätte. Handel, Devisen, Goldreserven, alles geht bergab. Die junge Volksrepublik will autark werden. Da ist man sich als ausländischer Kaufmann seines Lebens nicht mehr sicher. Ja, aber hier schon. Und du hast gute Referenzen. It is a great pleasure for me to recommend Mr. Häuser to future potential employers. Und Düsseldorf ist deine Heimatstadt. Aber nicht mehr wiederzuerkennen. Eine einzige Baugrube. Unfassbar, was der Krieg hier angerichtet hat. Was die Nazis überhaupt angerichtet haben. Na komm. Zum Glück hatte ich mit denen nichts zu tun. Und zum Glück habe ich schriftlich unterschrieben. Und zwar eben nicht von der größten Nazisau. Dicke braune Soße aus Shanghai, bis an die Stufen des Jade-Tempels unter dem Schutz der Japaner. Jawohl. Die Eltern sind tatsächlich durchgekommen. Das mit Vaters Malkunst. Ein Avantgardist in den Umbrüchen der Zeit. Grelle Farben, scharfe Konturen. Aber er musste nicht auswandern. Wurde als Kulturbolschewist in den vorzeitigen Ruhestand entlassen. Er war nicht so wichtig. Also zuerst einmal Meerbusch.
Nach fast 2 Jahrzehnten in Übersee. Klausi mag doch meine Bratwürste nach dem ewigen Fisch in Bombay. Shanghai, Mama. Da schmeckt ihm was Solides. Weißt du noch, Klaus? Was, Papa? Wie ich dir 3 Stehkragen nach Sumatra geschickt habe, damit du vor den holländischen Pfeffersäcken Bella Figura machst. Ach, unser Kläuschen macht immer Bella Figura. Oh, so ein Unsinn, Werner. Schokolade in die Tropen zu versenden. Der Junge hat vielleicht Mozartkugeln daraus gemacht. Klausi ist doch pfiffig. Trink doch, Klaus. Will Anwar nicht auch mal einen Schluck probieren? Mohammedaner hin, Mohammedaner her. Fliederbeerlikör wärmt auf. Und außerdem, Alkohol ist ein arabisches Wort. Doch. Papa, Anwar spricht einige Sprachen, aber nicht Arabisch. Zeig ihm mal die Oper. Musik kennt er doch. Was sagst du, Mama? Eine Oper haben sie im Pazifik nicht. Zeigen allein nützt bei der Oper wenig, Mira. Für hohen Lohn kann Liebe schon auch hohe Leiden. Ach, jetzt beherrsch dich mal, Werner. Das trifft doch zu. Fidelio. Die Mödel singt. Oh, komm, Anwar, ich glaube, wir gehen jetzt. Klausi, wohin geht ihr? Nicht gebrochen, die beiden. Und nicht engstirnig geworden. Vater, immer noch mit Pinsel und Palette, hat die Kunstakademie wieder zum Leben erweckt. Von Düsseldorf aus kann ich Anwar besser die Umgebung zeigen. Papa kann ungestörter malen. Oh, kaum angekommen, wollte schon wieder ausziehen. Es ist eng hier, Mama. Mit dem Zug sind wir doch schnell bei euch. Wir haben uns doch so viel zu erzählen. Eben. Da braucht man zwischendurch ein wenig Ruhe. Ich nicht. Muss er nicht, wenn du da bist. Das sagst du. Mhm. Es geht doch nichts über das Hotelleben. Das bist du ja gewohnt. Breidenbacher Hof. Der könnte noch stehen. Da haben wir früher Karneval gefeiert. Exquisite Bälle. Warum nicht das Beste für uns? Gut, das bist du ja gewohnt. Guck mal, so viele unterschiedliche Radioapparate und Fernsehgeräte. Schade, dass sie nicht angeschaltet sind. Gibt's tagsüber kein Programm? Nicht einhaken, Anwar. Nicht hier. Sie haben noch die Nazi-Gesetze. Wieso? Die SS war doch homo. Homosexuell? Wer hat dir das eingeredet? Wenn, dann verklemmt. Deutsche Männer sind gerne zusammen. Sie haben so viele Kasernen. Und wandern im Wald. Vergiss solche Weisheiten. Ja, da ist er. Breidenbacher Hof. Der Stolz der Stadt. Er steht noch. Voilà, die Königsallee. War einst der Stadtwall. Napoleon, du weißt? Ich weiß. Königliche Hoheit. Wie? Da, schau. Königliche Hoheit. Der Film nach dem Roman von Thomas Mann. Er? Ja. Sylt. Er. Sommer 1927. Die Strandkörbe meistens schon am frühen Morgen belegt. Die Manns wohnten in derselben Pension wie wir. Aber außer guten Tag und guten Morgen im Speiseraum haben wir kein Wort gewechselt mit der berühmten Familie. Einmal habe ich die Gartenpforte für Frau Mann aufgehalten. Danke, sehr aufmerksam von Ihnen, junger Mann. Genießen Sie das Meer. Nur hinein ins Nass. Ertüchtigung zahlt sich aus. Er war überhaupt nicht blasiert. Manchmal summte er eine Melodie, wenn er morgens die Treppe zum Frühstückssaal herunterstieg. Nicht zu weit hinaus. Man täuscht sich leicht. Die Strömung ist tückisch. Aus der Brandung heraus hatte er zu mir herübergeblickt. In der Sonne glänzten, funkelten seine Brillengläser. Ich passe auf. Und er hat genickt, ja. Und wie zum Gruß mit einer Hand gewinkt. Er hat mich erkannt, bevor ich mich selbst erkannte. Er war über 50, für mich schon ein alter Mann. Aber ich spürte seine scheue Güte. Er bot mir eines seiner Sandwiches an und fragte mich nach meinen Berufswünschen. Kaufmann. Das ist recht so. Dem Tüchtigen öffnet sich der Pfad. Sie haben mich eingeladen, nach München. Ich als Gast von Thomas und Katja Mann. In der Schule wurde ich zum Wundertier. Katze oder Panther? Ich galt als schön, ja. Apart, schlank, durchtrainierter Körper und mit noch schwärzeren Augen als Katja Mann. Wildere Augen. Verheißung von Kraft und Leben. Und? Es geschah? Ich konnte es nicht ahnen, Anna. Oder doch? Du hast es gespürt, Bube. Das war deine große Geschichte. Der Kuss. Er ist weit vor. Ein Kuss ist immer schön. Ein Kuss bleibt in der Welt. Er schrieb mir noch nach Sumatra. Sogar aus dem Exil. Gut aufheben. Vielleicht ist das mal sehr viel wert später.
Mir schmerzen die Füße. Zeit, das Gepäck loszuwerden. Ein bequemes Doppelzimmer, falls wir so etwas überhaupt bekommen. Wir werden ruhige Tage genießen, Anwar. Lesen, dann verfahren. And visit the cathedral. Die steht in Köln. Meint? Ich gehe mir jetzt ein Buch kaufen. Bettlektüre. Aber natürlich lebt Thomas Mann noch. Er schreibt auch noch. Dann geben Sie mir doch bitte das Neueste. Felix Krull müsste noch im Fenster sein. Aber dies hier ist auch neu. Die Betrogene. Fräulein Anna, ich muss Sie doch dringend ermahnen, hier nicht so offensichtlich zu sein. Bei allem Verständnis für Ihre Neugier, aber die Gäste, das wissen Sie doch. Oh, lieber Herr Siemer, ich bin ja so neugierig, ob Frau Valente schon eingetroffen ist. Zum Glück ist ja der Schreck mit der Fliegerbombe gestern. Nur mal rasch wieder an die Arbeit, junges Fräulein. Frau Valente, immerhin erwarten wir heute Vormittag den Nobelpreisträger. Guten Morgen, die Herren. Einen angenehmen Tag. Guten Morgen. Guten Morgen. Sagen Sie, stimmt es, dass die beiden Gäste aus Meerbusch oder aus China zusammen untergebracht sind? Hugo wusste das nicht so genau. Sie haben zwei Einzelzimmer mit Verbindungstür in der Dachetage. Die haben auf einem Doppelzimmer bestanden. Direktor Merck hat die peinliche Situation bereinigt. Wer ist Hugo? Der Elektriker. Ah. Er geht mit Luise. Hier aus dem Frisiersalon. So, so. Ja, er wird da noch einiges in Erfahrung bringen müssen. Hugo. Sagen Sie, Sieber. Herr Direktor. Sind denn die Zeitungen auf die Tische verteilt? Der Buffetwagen. Ach, ich weiß gar nicht. Die Zigarren, was ist mit den Zigarren? Natürlich, Herr Direktor. Fräulein Gerda vom Tabak ist über alles im Bilde. Ich habe um 12 Termin. Haben wir es dann hinter uns? Aus Köln ist er wie geplant weg. Die kommen mit dem 10 Uhr 12. Ach, die vielen Pflichten, Herr Kollege. Die Gaswerke müssen endlich ganz in kommunaler Hand. Und könnten mit den Neusser Betrieben vereinigt. Kein Empfang am Bahnhof. In dem Gedränge? Gut. Wichtig, Tuerei. Ich bin im Büro. Gut. Mann, den liest mein Sohn nicht. Zu schnörkelig, zu damenhaft. Wer die Sprache hat, Giesewind, der hat auch die Gedanken. Und Gedanken brauchen wir. Und Ihr Sohn? Thyssen. Schon alles eingefädelt. Oh. Die Begrüßung nimmt der Kulturreferent vor? Ich nehm's an, ja. Aber schnörkelig und damenhaft war es nicht, als er die Bombardierung Deutschlands gefordert hat. Sie haben BBC gehört? Feindsender? Hm? Aus dem warmen Exil lässt sich der Untergang leicht beschleunigen. Mit Worten. Ein halboffizieller Empfang? Was ist das denn eigentlich? Mit Krawatte, aber schlecht geknotet. Morgen, die Herren. Herr Stadtkamerad, guten Morgen, Dr. von Seeken. Wünschen die Herren eine Erfrischung? Na, was trinken wir? Pilz? Ja. Drei Pilz fürs Stadtkomitee. Nee, ich ein Selters. Oh. Kommt der Oberbürgermeister auch? Tag, der Herren. Wenn man von Teufel spricht. Der Kultusminister höchstpersönlich wird im Schumann-Saal die Begrüßung seitens des Landes vornehmen. Viel Aufwand für einen Literaten. Hören Sie, Giesewind, ohne Kunst hätten wir nur Thyssen, Mannesmann, Henkel und die Unterkünfte drumherum. Der Sinn unserer Tüchtigkeit muss sein, Muße zu finden. Im Grunde arbeitet der Mensch doch nur, um faul sein zu dürfen. Aber damit Faulheit nicht ins Verfaulen übergeht, münzt er sie sich zur Muße um. Und in der Muße erkennt er sein höheres Selbst und ist offen fürs wahre Menschsein, den Geist und das Abenteuer. Ohne Heinrich Heine, ohne Robert Schumann, ohne diesen Besuch, Düsseldorf wäre doch nicht der Rede wert. Ja, aber seine Aufmunterungen wie in Weimar sind gerade angesichts des drohenden Dritten Weltkriegs zwischen den todfeindlichen Systemen sinnvoll. Adenauer hat das gar nicht gut gefallen. Die ostdeutschen Organe jubeln. Der große Dichter kommt, weil er bei uns frei sprechen kann. Und damit er seine Forderungen eingelöst sieht in der Volksdemokratie, die den Kapitalismus zerschmettern wird. Dergleichen hört man westlich des Eisernen Vorhangs nicht gern. Noch viel schlimmer ist aber doch, dass die Buddenbrooks ausschließlich als deutsch-deutsche Gemeinschaftsproduktion verfilmt werden dürfen, ja. Um den Geist der traditionellen Einheit zu symbolisieren. Das Signet der Babelsberger Filmstudios flimmert für immer über die Leinwände auch im Westen. Hm? Eine Niederlage. Ja. Sei es wie es sei. Jedenfalls hat Adenauer den eigenwilligen Dichter nicht begrüßt. Und auch drüben ist es schwierig, einen Villeneigentümer vom Zürichsee als eingefleischten Genossen der Arbeiter- und Bauernmacht zu präsentieren. Morgen, Herr. Guten Morgen. Die Gaswerkkonferenz müssen Sie allein stemmen, Giesewind. Ich bin heute Nachmittag bei der Recke-Stiftung. Ich werde seitens der Stadt willkommen heißen. Dann sind Sie an der Frau Reihe. Frau Kollegin,
Auf der Baustelle am Rheinufer stand ich heute früh wieder Stunden im Stau. Soll ich selbst zur Schaufel greifen? Der Arbeitsmarkt ist leergefegt. Wir müssen in der Fremde anwerben. Ein kleiner Imbiss zur Erfrischung mit Empfehlung der Hoteldirektion. Sekt und Salzgebäck. Ja. Herrschaften, er kommt! Leiten Sie die Gäste um, um Himmels Willen. Kein Problem, Herr Direktor. Das Haus ist geschult im Umleiten. Willen wir spalieren? Oder stehen wir in loser Gruppe? Und da kommen Sie, da kommt er, der Gast. Er trägt Hut, einen beigefarbenen Anzug. Ein locker geschlungener Schal lässt eine Fliege erkennen. Welch eine Berühmtheit. Gelesen und ungelesen, die Humanitas in persona. Der unanfechtbar Gerechte, der Magier, Erkunder der Liebe und der Trauer. Eine Welt in der Welt, über der Welt. Die Gattin, Katja Mann im dunklen Blau, das weiße Haar zurückgekämmt, das Gesicht jugendlich verschmitzt. Erika Mann, die Tochter, sie trägt einen Hosenanzug wie die Dietrich. Unter dem Arm eine Mappe, ein Manuskript, das neueste Werk des fast 80-Jährigen. Ein Schelmenroman, der Verkaufsrekorde bricht, aus dem er im Schumann-Saal vorlesen wird. Felix Krull. Hochverehrter Herr Dr. Mann, gnädige Frau, die Stadt Düsseldorf, die Sie mit Ihrer Kunst beehren, für viel zu wenige Stunden in ein Zentrum europäischen Geistes verwandeln, diese Stadt, in der ein Heinrich Heine das Licht einer herausfordernden Welt erblickte, hier, wo einer ihrer Ahnen in der Dichtung, Karl Immermann, eines der innovativsten deutschen Theater begründete, dieses kleine Paris heißt in einem Nobelpreisträger den Weltgeist. Schönen Dank, meine Herren und meine Dame. Das ist ein ganz famoser Empfang. Ja, wir sind gern in Düsseldorf. Thomas Mann war vor Jahrzehnten öfters hier. Ja, Thomas Mann verspürte zeitweise einen wahren Drang, auch Kontakt zur regen Düsseldorfer Jugend zu pflegen. Mutter! Wussten Sie davon? Nee, nie gehört. Wer mag das gewesen sein? Ja, wir sind gerne hier. Das soll genügen. Und gerne hätten wir unseren Aufenthalt für Sie unterhaltsamer gestaltet. Aber leider kann Thomas Mann nicht sprechen. Ja. Keine Silbe. Wie? Was denn? Keine Ansprache? Keine Lesung? Dann hätte er auch in Köln bleiben können. Oder umkehren. Durch einen dummen Zufall waren in Köln einige Fenster im Hörsaal geöffnet. Was Zugluft anrichtet, merkt man erst später. Kann ich irgendwie behilflich sein? Die Verkühlung mag sich legen. Sei es wie es soll. Schnupfen ist doch auch keine Grippe. Sie hier, endlich. Ihr Schrifttum, Thomas Mann, war in Deutschland nicht mehr erwünscht, ja, teilweise öffentlich verbrannt. Aber in vielen Bücherschränken standen die Buddenbrocks, Tonio Kröger und Schillers Schwere Stunde verwahrt. Und in unseren schweren Stunden konnten wir uns verkriechen in ihre Werke, wenn wir innere Flucht aus Krieg, Tod und Ruinen suchten. Sie sind sprachlos, Thomas Mann. In der Tat. Aber Ihre Gedanken mahnen uns und zeigen uns gewiss einen Weg ins Licht. Denn, wie schreiben Sie so eindrücklich, leidig Dasein im Ringen und Widerstreit mit einem Volkstum, das doch auch wieder den Schwimmer trägt. Soll wohl so sein, wehleidig bin ich nicht. Deutschtum ist Freiheit, Bildung, Allseitigkeit und Liebe. Thomas Mann, trotz allem und wegen allem, wir mögen Sie. Bravo. So gehören wir denn zusammen. Vielleicht. Mag sein. Wird sich weisen. Nicht, Zauberer, deine Stimme. Das nur, Eri. Die Pflicht will's. Ja, dann tu's. Ist schon recht, alter Recke. Ich danke. Ich danke für die Aufmerksamkeit, die mir durch diese Stadt zuteil wird. Und wir hoffen, morgigen Tags bei leidlich wiederhergestelltem Organe zu sein. Ich danke spröde, doch das Herz ist dabei. Ich wurde über alles Maß gelobt. Größe, meine Dame, meine Herren, ach, welcher Dunst. Ich habe mich nie für einen großen Mann gehalten. Ich habe mein Leben verbracht im Aufblick zur Größe und zum Meisterhaften. Und ich habe dabei aus Liebe und Bewunderung gelernt. Aus dem Aufblick ist zuweilen ein gewisser Einblick geworden. Und so ist ins Werk eine Anspielung auf Größe eingedrungen. Ich denke sehr nüchtern über meine Verdienste. Aber nun entschuldigen Sie mich, bitte.
Verzeihen Sie, gnädige Frau? Ja? Eine Formalität, leider unabdingbar. Ach, und die wäre? Die Buchung wurde vom Veranstalter bereits beglichen. Aber Gäste sind gehalten, ihren Aufenthalt zu melden. Das war bei Marika Röck oder der verunglückten Solistin aus Kanada nicht anders. Ja, so, natürlich. Bitte, es ist ja auch eine Ehre, Ihren Namen hier verzeichnet zu sehen. Ja, Präsidentin Benrat und die Jägerhofsuite für mich? Annehmbar. Meyers aus Kassel, Sophie Schollentour aus Graz, Herr und Frau Fiebrink, Zimmer 500. Geboren 12. April 1909 in Rom. Nur die Unterschrift. Häuser. Wie belieben? Nicht möglich. Ein großes Haus. Viel kommen und gehen. Seine Augenweide, Sylt, München. Er wurde Josef. Vielleicht auch Kroll. Bitte? Häuser. Nein. Nein, nein. Häuser, Shanghai. Es gibt zwei. Also es gibt sicher viele. Wir haben hier nur einen. Mit einem farbigen. Die große Liebe. Mit einem Herzensschatz aus, ne? Nun ja. Gott trifft sein Geschöpf. Nein. Und die Mama? Das ist zu viel. Wir haben zwei Gäste von Kalkreuth und in keiner Weise verwandt. Ach was. Königsallee von Hans Pleschinski. Bearbeitung und Regie Uwe Schad. Zimmer 500 und 501. Sperlingslust. Was für ein Name für eine Rumpelkammer. Aber immerhin eine Flügeltüre als Verbindung. Und so wird das doch noch ein passables Doppelzimmer. Der Blick ist phänomenal. Ja. Über Dächer, Schornsteine, Trümmer, Baugruben und Brachen. Schön ruhig. Und Mama Häuser kocht jetzt Würste und singt. Die werden nicht gekocht, sondern brutzeln in der Pfanne. Brutzeln? Mit Fett, dass es spritzt. Bitte Tee und some Cake dazu. Yes, Zimmer 500. 500 oder auch 501. Für zwei Menschen. Ich weiß nicht. Merci beaucoup. Die haben noch nie Kuchen in die 5. Etage gebracht. Das ist doch ein Hotel. Service in Deutschland ist etwas anders als daheim. Bitte. Wir werden behandelt wie ein die Prominenz. Ein aromatischer Darjeeling und einige Petit Fours. Einfach auf den Tisch, danke. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Falls Sie einen Tisch fürs Abendessen reservieren möchten. Danke, wir lassen uns treiben. Ich wünsche eine angenehme Teestunde. Here we are. Ein sehr angenehmer Mann, opmerkelijk. Was machen wir abends zu deinen Eltern? Das ist doch zu merkwürdig. Hier, das Buch, Die Betrogene. Die Geschichte spielt in Düsseldorf. Von deinem Thomas? Und was schreibt er über hier? Seit einem Jahrzehnt bewohnte die kleine Familie ein Häuschen, das einem kleinen Kreis von Verwandten und Freunden, darunter Professoren der Maler und auch der Medizinischen Akademie, gastlich offen stand. Dein Vater. Thomas Mann hat mich am Strand beobachtet, in sein heiliges Arbeitszimmer geführt. Fast 80 könnte er jetzt sein. Unheimlich. Umklammert Thomas Mann quer über den Globus mein Leben? Unsinn. Besuch ihn und ich komme mit. Was soll ich ihm sagen? Guten Tag, ich bin Klaus vom Strand und komme aus Shanghai. Erkennen Sie mich noch? Nun, sind Sie nicht der Sohn des durchaus hochschätzenswerten Kunstmalers Häuser? Oh ja. Der Herr Klaus Häuser selbst. Parauz, hier steht er nun. Sollten uns gelegentlich, wenn alle Umstände eben sind, ein Quäntchen ausführlicher sehen. Wir fahren morgen nach Meerbusch zu den Eltern. Und heute Abend zeige ich dir die Altbierkneipen. Gut, macht auch Spaß.
bist du's mir? Eindringlich, die Frage zweimal hintereinander. Bist du's mir? Im Schauspielhaus, vor großem Publikum. War ich bis jetzt geliebt? Aha, da ist er ja. Märchenhaft. Und hier bin ich. Erika. Lass uns doch schauen, ob die Gespenster diesen Kampf bestehen. Oh, the smart boy. Ach, gar nicht so sehr verändert. Schau, eine goldene Jacke. Seide is the very smart, Klaus. Hast dich auf die Reise gemacht? Ja, von wo? Lass dich umarmen. Böser, böser Bube. Erika. Ach, Klaus, dass es ein Wiedersehen gibt. Du warst mir nicht immer im Sinn, aber du warst doch ein Teil von uns. Augenzeuge, Bruder, Freund. Was hast du getrieben all die Zeit? Du mein letzter Klaus. Der andere ist im Unglück versunken. Er taumelte nur noch durch schreckliche Tage. Der Tod galt in unserer Familie schon immer als vielleicht erlösender Part. Klaus ist tot? Schlaftabletten. Vor 5 Jahren. Dass er sich so verloren fühlte. Was wollte er? Ruhe. Ich werde sein Werk retten, Mephisto. Auch wenn es jetzt heißt, Gründgens hätte auch Leute geschützt. Tragisch. Erika. Ja, schau mich an, da lag es ab. Immerhin drehe ich mich noch mit der Erde. 3 Fluchten überlebt, mein Lieber, aus Deutschland, aus Europa, letztes Jahr aus den USA. Nicht leicht, Klaus. Aber eine gestählte Amazone mit moralischen Idealen. Wahrheit, Ehre, Anstand, Freiheit, Toleranz. Tja. Und du? Ja. Du bist nicht allein. Willst du uns nicht vorstellen? Aber, ja, natürlich, entschuldige. Erika Mann, ich meine Gründgens, oder... Was redest du? Vom Herrn Reichsdarsteller bin ich seit einem Vierteljahrhundert geschieden. Ich habe vor 20 Jahren Wissen Orden geehelicht. Konnte dadurch Britin werden. Ach so. Der einzige Mann, der seinerzeit auf dem Bahnhof von Melvern wartete. Also ging ich auf diesen Fremden zu und sagte, it's so kind of you to marry me. Worauf er erklärte, darling, how lovely to meet you. Danach rasten wir zum Standesamt und er hatte meinen Namen vergessen. Perhaps I shall never see her again, but she's very nice. And that must be true. Grüß Gott, junger Mann. Also, ich bin die Eri. Die Eri muss immer die Suppe salzen, wenn Sie verstehen, was das meint. Das ist Herr Batak Sumaiputra aus Sumatra. Ja. Wenn er nicht schläft, lernt er Deutsch. Ja, einer muss die Karre in der Spur halten. Milan wird alt. Sie stellt das Hauspersonal an und entlässt es, gewiss. Ohne sie wäre der Zauberer sicher tot. Vielleicht verhungert, weil er nicht einmal ein Ei braten kann. Aber kompositorisch leistet Mutter nichts. Mir vertraut ihr allmählich mehr. Mama ist die Krücke. Und ich bin der Rollstuhl. Vor wem soll er sich auch noch öffnen? Bei seinem Ruhm unablässig das Richtige äußern. Er steht nackt im Wind. So viel Erlebtes. Eine herrliche Frau. Dazu diese familiäre Wortgewalt. Ja, wir haben sonst nichts. Außer ein paar Konten, deren Volumen gelegentlich überschätzt wird. Vielleicht etwas zu trinken? Was gibt es denn? Es gibt Tee. Hat er uns verstanden? Die ganze Zeit? Mhm. Wie viel versteht er denn? Holländisch perfekt, Mandarin auch, Indonesisch sowieso. Oh, beeindruckend. Aber er fürchtet sich doch nicht vor mir. Ivo, Anwar ist mit Tigern und Taifunen aufgewachsen. Darf ich? Ja. Ja? Bitte eine Erfrischung und ein paar Sandwiches. Häuser, 500. Champagner, ja, meinetwegen, Wiff. Auf Rechnung Benrath Suite. Schönes, wüstes Land.
Die Deutschen haben bewiesen, dass sie sich nicht selbst regieren können. Wenn man ein ganzes Volk entlassen könnte, wäre es der Moment gewesen. Dabei hätten sie nur einen Marschbefehl verweigern oder geschlossen zum Beten in die Kirche gehen müssen. Und wo warst du, Klaus? Ich habe versucht, Polo zu lernen, aber die Geschicklichkeit fehlte mir. Plumps, vom Pferd gefallen. Du bist emigriert. Nicht direkt. Ich wollte nur freier leben. Exporthandel. Bald wohnte ich im Hotel Zentral. Dann immer in Hotels. Fein. Herein! Sie haben eine Erfrischung gewünscht? Ah, fein. Fein, fein. Mein Kompliment. Also Cucumber-Sandwiches bekommt man selten. Ich werde es der Küche ausrichten. Danke. Danke. Es war nicht leicht, nach deinen Abreisen zum Tagesgeschäft überzugehen. Du hast Geordnetes aufgewühlt, Klaus. Seine Unruhe und seine Trauer. Ich sollte sagen, seine Glückstrauer. Mühsam wieder zu glätten. Ich kam damit zurecht, aber meine Mutter musste mit einem Treuebruch umgehen. Sie ist freizügig. Doch für eine Weile war sie die Verratene und Betrogene. Sie weiß, dass sie sich vergaffen muss. Jünglinge betören ihn. Deswegen sind seine Frauengestalten, nun, sagen wir, eher originell als... Was ist? Klaus Häuser ließ einen großen Schutthaufen zurück. In den Gefühl. Ach. Du bist ihm inniger begegnet als wohl sonst irgendein Mensch. Der zarte Josef in Ägypten, der gebenedeite Gottes, der hat deinen Schmelz bekommen. Und Krull stammt aus dem Rheinland. Das wäre eine Ehre ohne Nutzen, Eri. Aber es rührt mich sehr, dass von du... Von Sylt schrieb er... An diesem erschütternden Meere habe ich tief gelebt. Und als du noch in München warst, ich nenne ihn du und habe ihn beim Abschied mit seiner ausdrücklichen Zustimmung an mein Herz gedrückt. Er nennt niemanden sonst du. Er hat deine Eltern hier besucht, nur um deine Atmosphäre atmen zu können. Seine Schläfe an die meine gelegt. Erika, das ist intim. Gewiss. Dennoch, gelebt und geliebt, Lippen, die ich küsste. Ihr hattet fast ein Jahrzehnt lang Kontakt, bevor du ausgewandert bist. Ich tat ihm wohl. Er erzählte und erklärte mir viel. Schönes, Spannendes. Über die Freiheit des Menschen, der sich der Tyrannei nicht beugen darf. Es war Liebe. Doch, durchaus. Aber könnte sie eine Gefahr gewesen sein? Ich auf Sumatra? Eine Geschichte unter Männern, Erika. Er hat euch weiter geliebt und ernährt. Ich fand Anwar. Du wurdest sein Du. Das geschah so. Ihr dürft euch nicht wiedersehen. Jetzt nicht. Bitte? Wie bitte? Erika, ich... Nicht jetzt. Er vergisst nichts. Schon gar nicht Gefühle. Er hat nicht mehr viel Zeit. Nach dem Krull weiß er nicht, ob er sich noch einem Stoff widmen kann. Er braucht Schonung und Ordnung. Jede neue Emotion würde ihn verwirren, aufregen, traurig stimmen. Klaus, schone ihn und meide uns. Ist er hier? Natürlich, ihr seid ja auch hier. Rechtzeitig großes Programm, Lesung im Schumannsaal, Ministerempfang im Mahlkasten. Und wo? Er schläft unten und ihr hier oben. Und damit hat sich's. Keine seelischen Fluten. Sein Schaffen sollte gerade dir am Herzen liegen. Ich plädiere für die Fortsetzung des Krull. Das Buch hat eingeschlagen wie eine Bombe. Endlich etwas Beschwingtes, Geistreiches für dieses Land. Hochstapler sind viele, aber bei Felix Krull siegt die Liebe. Ich lasse euch noch zwei Bouteillen hochkommen. Macht euch einen schönen Abend. Kein Zuwinken, keine Umarmung, kein Kontakt. Einfach Abwesenheit. Und ausgeladen. Nein, nicht einmal eingeladen. Eine Frechheit. Wegen eines Kusses. Vor Ewigkeiten in München. Ich nehme Schaumbad. Du kannst überlegen, wo wir essen heute Abend.
Ist gut. Ist sie fort? Wer sind Sie? Was wünschen Sie? Natürlich ist sie fort. Sie bringt mich um. Die kennt keine Gnade. Ich kombiniere, Sie sind nicht der Hoteldetektiv. Sie suchen? Herr Häuser, nur Sie können mein Leid mildern. Sie kennen meinen Namen. Er kannte ihn kaum, war aber eifersüchtig. Der andere auch und ich vielleicht am meisten. Ah, Jungen, Jugend und Tanz. Der Prophet führte uns in arkadische Welten. Komm in den totgesagten Park und schau, der Schimmer ferner lächelnder Gestade, der reinen Wolken unverhofftes Blau, erhellt die Weiher und die bunten Pfade. Das klingt bombastisch gestrig oder sehr zukünftig. Das Dritte Reich, das George verkündete, bedeutete ein kosmischeres als das eben Vergangene. Wer sind Sie? Ernst Bertram. Ich bekleidete lange einen Lehrstuhl in Köln. Ein Professor. Kein Emigrant. Und dafür büße ich jetzt. Aus tiefster Not komme ich zu Ihnen. Sie sind von weit her zum Wiedersehen des Geliebten hier. Sei's drum. Wo bitte ist Ihr Problem? Sie sehen mich in Lumpen und vernichtet. Nicht jeder kann den Nobelpreis erlangen. Ich gehörte vor fast 50 Jahren zum Komitee. Das ist ja sensationell. Ja, aber ich schlug nicht Thomas Mann vor. Vielmehr George. Das würde ich dem alten Freund nicht beichten. Na, der hatte genug Speck im Schrank. Und da soll ich vermitteln. Ach was, es geht um Größeres. Ich bekam einen Lehrstuhl in Köln. Doch was war am Rhein noch Deutsch und Vaterland? Das Rheinland besetzt, um das Letzte herauszuquetschen und das Reich auf alle Zeit zu entmannen. Ja, da war Widerstand vonnöten. Eine zänkische Republik, ohnmächtig, entwaffnet, gedemütigt. Nur die Geisteskräfte konnten das Volk zusammenschweißen. Nun ja. Es war viel Aufbruch. Das brodelnde Deutschland wurde das Laboratorium der Moderne. Verwilderung. Gegen das Diffuse half nur Besinnung auf deutsche Werte. In Lied und Prosa rief ich zum Kampf gegen die Entartung auf. Bitte? Und Thomas Mann entgegnete nichts. Hatte sich zur Republik bekehrt. Lübeck plötzlich als Modell der Welt. Gewiss hat er es mir nie verziehen, dass ich die Kölner Bücherverbrennung mit meinem Weihespruch einleitete. Dabei konnte ich seine Werke vor den Flammen retten. Es schmerzte mich durchaus, als er Deutschland verließ. Himmler wollte ihn zur völkischen Besinnung einsperren, nur für ein paar Tage. Danach wäre alles gut gewesen. Wer wusste denn, was danach? All die Trümmer und das Leid. Und nun... ich entehrt. Meine Pension gestrichen. Wie böse. Versöhnen Sie mich mit ihm. Sie sind ein Ekel. Gehen Sie. Raus. Wenigstens ein Gruß von ihm. Ein Nicken und wieder Mensch sein. Herr Häuser, Sie helfen mir. Sie waren doch sein Augenstern. Das ist ja wie ein Bahnhof hier. Schon wieder Besuch. Was für ein schöner Mensch. Ich sagte schon, es ist Zeit zu gehen. Herr Häuser, helfen Sie mir. Helfen Sie mir. Helfen Sie mir. Ich kann nicht. Anwar, zieh dich an oder auch nicht. Ich springe jedenfalls in Kürze vom Balkon. Hallo, warte even. Ich muss noch even terug naar mijn kamer, om geld te halen. Nee. So, Ihr Wasser. Bitte schön, der Herr. Ich danke. Dank u wel. Die niederländische Woche. Eine schöne neue Belebung für Düsseldorf. An der Entreekaartjes habe ich in jeder Fall gedacht. Guten Abend. Insgelijks. Een aangenaam openthoud. Dank u wel.
Frühabend! Was machst du hier? Wohnen? Bitte? Ja. Du wirst doch nicht im Hotel wohnen wollen. Doch, ich wohne im Hotel. Du wirst deinen Vater heute Abend nicht sehen. Ich werde. Du kommst nicht zu dieser Veranstaltung. Ich habe dir gesagt, darf du es noch etwas sofort. Sein? Nein, ja, nein, doch. Wenn Sie sich bitte hier eintragen. Wine from the Rhine, please. Geisenheimer, Steinberger or from Nierstein. Sounds very good. The last one. Als wäre es nicht schon genug Schererei. Ich hatte Klaus doch gebeten, das Hotel zu verlassen. Oder hatte ich das nicht? Ich bin nicht Klaus. Guter Junge, hier erscheint ein unerwarteter Gast nach dem anderen und Klaus will meinen armen, geplagten Vater mit Sentimentalitäten aufwühlen. Das geht bitte nicht. Wir frühstücken nebenan. Wollen Sie nicht lieber gleich ausziehen? Auf meine Kosten. Schauen Sie sich Rothenburg oder Weimar an. Weimar ist hübsch. Ich spreche mit Klaus. Meinetwegen können Sie mit Ihrem Schmollmund Klaus hinters Licht führen, aber nicht mich. Das ist sehr persönlich. Aber verstanden haben Sie es. Nicht richtig. Ihr Niersteiner. Ein Viertel. Bitte schön, der Herr. Was trinken Sie da? Ein Viertel. May I? You're welcome. Anwar, Sie können uns gerne in Zürich besuchen. Nach einiger Vorbereitung meines Vaters, no problem. Zürich? Ja. Aber hier haust ein Obernazi, für den noch eine Lösung gefunden werden muss. Mein Vater darf ihm nicht begegnen. Bluthund und Nobelpreisträger undenkbar. Und dann ist noch störender Besuch gekommen. Das habe ich gesehen. Also, Sie werden nicht zur Lesung gehen. Machen Sie sich unsichtbar oder ziehen Sie aus. Sie verstehen. Ich werde mit Klaus sprechen. Oh. Alles lastet auf meinen Schultern. Klaus kann nicht plötzlich neben ihm sitzen. Nach 30 Jahren... Auf Wiedersehen in Zürich. Ja. Was trinkst du? Niersteiner. So, schon fast heimisch geworden. Frau Erika will ein Hotel für uns suchen. Und sie hat Besuch bekommen. Den sie nicht will. Bertram. Nein, noch einer. Wollen alle zu Vater. Und ihn kaputt machen. Thomas Manns kann man nicht kaputt machen. Und ich lass mich nicht aus den Herbergen meiner Heimatstadt jagen. Mal sehen, ob sie eine bessere findet. Komm, ich hab Hunger. Wir gehen zum Burgplatz. Goldener Ring. Dort gab es immer ordentliche Küche. Und gut gezapftes Bier. Bier macht mich dick. Nicht eins. Sauerbraten, Gulasch, Klöße. Haben wir genug Mark? Yes, sir. Einen Schnaps vorweg? Oh, nee, never. Bratwurst. So. Hühnchenfrikassee. Zwei Bier. Nimm Königinpastete. Zum Wohl, die Herren. Gut, für mich Sauerbraten. Für den Herrn zweimal Königinpastete. Und zwei Kümmel vorweg. Ja, gern. Nach Köln könnten wir weiter nach Rüdesheim. Ein mittelalterliches Weinlokal neben dem anderen. Alles säuft hier. Im Rausch wurde Europa groß. Dafür gibt's kein Opium. Karl! Mensch, Karl! Alter Schwede, du bist es wirklich! Schön, jemanden zu treffen, den ich nicht kenne. Ich bin nicht Karl. Ach nein, na Klaus, du bist doch damals in die Solinger Messerindustrie und abends Handelsschule. Ja? Mann, du hier, der Klaus, ich lass dich umarmen! Ja, Gerd! Wirst du den Gerd wiedererkennen? An mir ist noch alles dran. Ja, eher mehr geworden. Gerd. Ja, mit der Irmtrud sind wir damals ein paar Mal ins Kino. Was ein flotter Vogel. Die Irmtrud hat immer ziemlich von dir geschwärmt. Klaus' Schuhe sind immer geputzt. Der Klaus quetscht sich beim Tanzen nicht so an einen ran und tritt einem nie auf den Fuß. Ja, jetzt hütet sie das traute Heim. Gerd Klüser. Ja. Ja, Irmtrud hat es, tja, hat es in der Frauenschaft zur Gau-Referentin gebracht. Gute Verbindungen. Konnten wir noch lange nach Südtirol. Und du selbst? Thyssen, was sonst? Wir bauen jetzt ganz groß, hoch hinaus, über 20 Stockwerke. Beim Hofgarten, wie in New York. Prima. Ja, du warst ja plötzlich weg vom Radar. Ja, haben sie dich in die Zange genommen? Irmtrud hatte ich mal mit Zwitschi Holzer gesehen. Volksschädling, warmer Bruder. Ja, der ist ja dann auch verschwunden. Ich war auf den Insulinen. Bin 1936 nach Holländisch-Indien. Donnerwetter. Ja, und als es losging? Losging? Ja, Polen, Frankreich. Ich bin in Asien geblieben.
Sollte man sich hier die Köpfe einschlagen lassen. Köpfe einschlagen? Das Volk ist verblutet. Hat sein Letztes gegeben. Wir haben den Franzmann überrollt und den Osten platt gemacht. Für Lebensraum. Ja, und der feine Herr eilt sich in der Hängematte von Käsehökern. Wer ist denn das da überhaupt, mit dem du da sitzt? Spinnst du? So, ja, drücke, Sie Berger, kann meine ich auf Herren. Den Tod nicht so. Ab. Deutsch aufwachsen und wenn es ernst wird, keinen Finger rühren. Ja? Abhauen und sich hinterher wieder an den Tisch setzen. Solchen Unrat lässt man links liegen. Selber Unrat. Also hier herrscht Frieden, meine Herren. Tät mit Zwitschi-Holzer schwimmen und drückt sich dann. Ich zwitsche auch mal ein. Und würde mich auch gern vor der Abendschicht drücken. So, bitteschön, die Herren. Grüße an Irmtrud. Und vielen Dank. Ich bring noch Soße für die Kartoffeln. Und Prost. Prost. Und dann essen. Ey, guck mal. Der da. Der beobachtet uns. Kenn ich nicht. Nie gesehen. Königsallee von Hans Pleschinski. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek. Oh, guck mal, der da. Der beobachtet uns. Kenn ich nicht, nie gesehen. Vorhin am Empfang, da hatte er Zank mit Tochter Erika. Guten Abend. Ich kenne sie nicht. Gewiss doch. Waren Sie zufrieden mit meinem Bett? Bett? Sie wurden in mein Zimmer einquartiert. Ich hatte gerade Abitur gemacht. Als ich aus Salem eintraf. Das Internat? Dann sind Sie der Sohn. Ein Sohn. Das Unter-Ich. Und Bruder? Mhm. Das Neben-Ich der Hysterikerin. Wenigstens gibt sie mir hin und wieder von ihrem Optalidon ab. Doch Opium hier. Angelus Gottfried Golo. Von Erika erfuhr ich, dass Sie zur Lesung angereist sind. Natürlich. Ihr Bett. Ich erinnere mich. Die vielen Bücher drumherum. Wissen Sie, in einem Haushalt wie dem unsrigen muss man sich einen Namen machen, gleichgültig auf welche Weise. Es ist nicht vorstellbar, ein Kind Thomas Manns zu sein, um nach der Berufsschule bei den Gaswerken zu arbeiten. Je einfallsreicher Erika und je charmanter Klaus wurden, desto schlimmer bedrängte mich der böse Geist allüberall, der bisweilen auch Macht über meinen Vater bekam, um mich in einer Erzählung als lästige Nebengestalt zu beschreiben. Große Güte, so hat Ihr Vater über Sie geschrieben? Sehr erfolgreich. Die Menschen lieben doch das Unglückselige, das nicht sie selbst meint. Das Schöne, Edle, Hoffnungsvolle genügt offenbar nicht. Es braucht einen Misthaufen. Und der bin ich. Was darf ich Ihnen bringen? Ein Bier. Nein, eine Schorle. Oder besser einen roten. Aber der macht müde. Vielleicht besser weiß? Führen Sie Silvaner? Oder gibt's vielleicht Grauburgunder? Ist nicht so lieblich. Nierstein. Niersteiner. Genau, Niersteiner. Eine Flasche. Eine Flasche Niersteiner. Falls die Herren mittrinken wollen. Mhm. Ich habe gezögert, ob ich Ihnen folgen soll. Aber ich muss mit Ihnen reden. Kurz und aufrichtig. Ja. Ihr Geschäftsfreund wird meine Ausführung hoffentlich nicht verübeln. Import, Export. Sicher nicht. Mein Herr Sumaiputra. Angenehm, Goloman. Mein Vater steht ja grosso modo für Lust und Leid der bürgerlichen Sphäre. Mein Bruder stand für das Aufbegehren. Meine Schwester versucht zu wünschen, dass im Kommunismus das Heil der Menschheit läge. Ich aber... Ich bin das Zusammenströmen der Gedankenwelt. Quasi bereits eine nachmoderne Erscheinung, voller Wissen, Wenn und Aber. Humanismus ohne Programm. Ach, wenn ich mich doch nur angemessen äußern könnte. Sie erklären mir Ihre Haltung doch gerade recht sympathisch und klar. Schriftlich, Herr Häuser, in Büchern, in Zeitungen. Schrift ist das Blut meiner Familie. Der alles überschattende Vater steht im Wege. Die knarzige Mutter hat nichts Ersprießliches. Eri zerrt an den Nerven. Die Behinderer leben alle drei. Mir fehlen Ermutigung und freie Bahn. Ach, irgendetwas ins Essen. Curare. Mein Gott, das wäre eine Ruhe.
Wir kommen nicht aus Shanghai, um vor der deutschen Justiz zu enden. Diese drei Posaunen, die alles übertönen. Friedlich ausgestreckt unter dem Tisch. Ich schriebe noch in der Nacht den ersten Satz über Wallenstein. Dann in Ruhe, Kapitel um Kapitel. Und mein Werk beginne. Herr Mann, ich rate Ihnen weiter zum Zögern. Gewiss. Es ist nun nicht so, dass ich mit leeren Händen dastehe. Durch einen Gelehrten namens Bertram hatte ich zu Hause schon zeitig genug vom Aufschrei des Deutschtums erfahren. Ich ging nach Berlin. So. Das Studium der Geschichte ist das beste Gegenmittel gegen den Fanatismus, den Extremismus und die Selbstgerechtigkeit. Wohl bekomm's. Das ist lecker. Deutschland geriet zusehends in die Fänge der Nationalsozialisten. Antisemitismus wurde zum Ventil für Frustration und Hass. Nichts als Gehorsam und Unterdrückung. Pathos und Bombast in jeder Silbe. Schlagartig wurden wir als dekadente Kosmopoliten gebrandmarkt. Dazu mit jüdischem Anteil. Der Zauberer ging ins Exil. Amerika, die letzte Zuflucht für uns alle. Ein Leben in Wanderschaft. Dort stieß ich zu meinem ersten eigentlichen Werk vor. Anwar, was ist dir? Sie sagten, Ihr Geschäftsfreund wäre zäh? Aber ungeübt. Champagner, Niersteiner, Bier, Kümmel und einen ganzen Tag lang von einer Fremdsprache zugeschüttet. Kerl! Oh, nimm mal Opium. Nur mir Schnaps. An die Luft mit ihm. Sie links, ich rechts. Und Sie zahlen, das sind Sie uns schuldig. Viel Wasser. Kalte Umschläge. Die Hübschen vertragen immer am wenigsten. Nehmen Sie gleich eine große Flasche Apollinaris mit. Je eher er verdünnt, desto besser. Es wird doch nicht an der Pastete liegen. Grum. Dumm. Ein andermal, Dom. Komm. Schönen Abend und gute Nacht. Und beehren Sie uns wieder. Wir haben auch wieder Telefon, falls Sie reservieren wollen. Also, Ihr Buch. Ja. Frisch vollendet, lange erarbeitet, soeben erschienen. Damit, Herr Häuser, müssen Sie mir Anerkennung verschaffen. Wohl und Wehe hängen davon ab. Leib und Leben, meines. Vom Geist Amerikas, eine Einführung in amerikanisches Denken und Handeln im 20. Jahrhundert. Mhm. Morgen nach der Lesung findet das Festbankett statt. Wenn sich alle an den Tisch begeben, ist der geeignete Moment. Achten Sie darauf, dass weder Milein noch die Hysterikerin sich in der Nähe befinden. Als enger, wenn nicht engster Vertrauter des Alten, werden Sie wie von ungefähr dieses Buch aus Ihrer Tasche ziehen. Ich kenne die Herrschaften nicht. Sie blättern nonchalant und sagen wie nebenher, dies hier, Amerika, sind wir selbst. Und Sie betonen ganz zu Recht, dass der dichterische Genius der Familie in mir seine gewandelte Zukunft hat. Den frei erzählenden Historiker, den die Nation braucht. Durch ein öffentliches Wort von hoher Stelle wäre ich gesegnet. Ich kann nicht, Herr Mann. Ich darf es nicht. Es ist mir verboten worden. Ich werde nie etwas. Anwar, komm. Der Schleim wacht mit mir auf. Auswurf des Körper-Ich. Rasselt dreist. Haben Gedanken wieder einmal die Fleischeslust erledigt. Mürbe Gedanken fort. Vorzeitiges Totenreich weg. Husch hinein ins Dunkelkuscheln, alter Knabenmann. Alles Kindserwachen unwiederbringlich. Sentimental im Dunkel darf jeder sein. Ein
Schlamassel, dies ganze Biegen und Verbiegen. Mit niedrigen Verrichtungen alle Nase lang. Allein in Form gehalten durch das Wort. Pablö, das 79. Jahr. Das Leben kann allem zufolge allerdings angesehen werden als ein Traum. Und der Tod als das Erwachen. Aus dem Bett im Irgendwo. Köln? Nein, Köln war gestern. Düsseldorf. Hierher reiste ich an, um in deinem Dunstkreis mich zu bewegen. Schon viel zu alt. Viel zu berühmt. Süße Schande. Ach, Klaus. Deine Hand. Der Schwung der Wangenknochen. Der Kuss. Deine Augen. Dunkel. Tief wie Brunnenspiegel in der Wüste. Wie lange her. Umwickelt von tausend Bandagen und Wundverbänden der Zeit. Begraben bist du vielleicht. Wie viele. Nichts hilft, man bleibt geplagt von allem bis ins hohe Alter. Vor Toresschluss noch wehr. Mir ist Leid und Freud geschehen, denn ich atme unter Lebendigen. Es reicht für die Ewigkeit. Falls ich nun schon tot bin, ist's egal. Dann habe ich den Übergang nicht bemerkt. Ach, das ist wieder mal typisch. Ausgerechnet jetzt fällt die Besenfeld aus und lässt sich verarzten. Mit dem Fahrrad in ein Tramgleis gerutscht. Nachmittags ist der Termin im Künstlerhaus. Höchst wichtig wegen des Galadiners. Ja wann? Um 3:30? Um 4:30? Wo finde ich denn hier den Pool? Gibt es hier einen Pool? Tut mir leid, gnädige Frau. Das Schwimmbad ist noch in unbestimmter Planung. Kein Pool? Wie soll ich denn dann frisch werden? Na, werde ich mich um den Zauberer kümmern. Wo hat sich mein Bruder untergebracht? Im 5. Stock, gnädige Frau. Aha. Einen schönen Tag noch, gnädige Frau. Der 5. Stock, Sima, ist unser Problemrevier. Undefinierbare Kundschaft. Zumindest der Gala-Empfang ist geregelt und in Vorbereitung. Ja, ich muss das noch mal mit der Besenfeld durchsprechen. Nach der Lesung soll das Essen im Mahlkasten stattfinden. Ein ungeheurer logistischer Aufwand. Tischwäsche, Speisen und Getränke. Na, haben wir doch schon durchexerziert. Catering bei Henkel. Na gut, dann also. Das Allerärgste fehlt noch. Unser Stammgast muss verjagt werden. Kesselring muss aus dem Haus. Und zwar besser gestern als jetzt. Warum bleibt er nicht in Bad Wiessee oder zieht in die Villa Hügel oder ins Gästehaus Thyssen? Ich habe ihm über Buchung und Renovierungsarbeiten vorgeschwafelt. Ja. Auf seinen Leuten reagiert niemand. Ruft er unten an, wird Herr Major vertröstet. Gestern Abend in der Delfter Stube hat der Keeper ihm ein stilles Wasser angeboten. Berliner Schnauze. Zur Beruhigung, Herr Leutnant. Kesselring ist darauf aufgestanden, hat ihn als Besatzer Dreck beschimpft. Der Service hat ihm daraufhin den Stuhl weggezogen. Gut Idee, mein Herr. Der Tag war lang und wir wollen heute zeitig schließen. Man will mich hier aber nicht. Wie Sie richtig sagen, wir sind besetzt. Na, über mangelnden Teamgeist kann sich das Haus nicht beklagen. Sie finden den Weg selbst, Herr Kesselring? Das Frühstück wird schwierig. Kein Krümel, auch aufs Läuten nicht. Und der Duschkopf ist abmontiert. Irgendwo muss man ja mit dem Renovieren anfangen. Das dosierte Vergraulen muss aber ein Sonderfall bleiben, Sima. Frau Besenfeld, Sie Engel! Haben Sie gedacht, ich lasse Sie allein, ne? Bei all den Terminen? Wünscht der Herr, die Blumen auf dem Tisch zu behalten? Bitte. Oh, danke, mein Kind. Ist ja ein reizendes Bouquet. Gerberer sind bodenständig. Und Rosenduft bei einer Mahlzeit, das wäre störend. Die Wurst schmeckt nach Parfum und man hustet plötzlich. So haben wir es auch gedacht, gnädige Frau. Hast du gut geschlafen, Tommy? Danke. Wie geht's der Stimme? Ich meinte zwar, gegen 4 ein leises Gepolter gehört zu haben, aber ich glaube, das klang aus einem Traum nach. Ich weiß es nicht. Habe dann wieder leidlich geruht.
Fein. Lesen Sie, mein Kind. Lieber gehen wir ins Kino. Immer nur reden hält man ja nicht lang aus. Kindtop will die Jugend. Ah ja, gut, sollen Sie doch. Bitte klingeln Sie, wenn Sie noch Wünsche haben. Guten Appetit. Ist aber eine entzückende Person. Bisschen frech vielleicht. Oh, sieh an, das ist dünn geschnittener, feinster Schinken, westfälischer. Ja, der wird dir bekommen. Ich wollte dir den Frühstückssaal ersparen, die vielen Gaffer. Manchmal hat man doch auch gerne Menschen um sich. Außerdem möchte ein unliebsamer Gast unten Kaffee trinken. Smiling Albert, Kesselring. Reist wohl ab, ist aber noch zugegen. Sonst müssten wir fort. Wer will ermessen, wie viele Hände ich unwissend schon geschüttelt habe seit der Rückkunft von Tätern, die mich lieber tot als lebendig sehen wollten und die jetzt lächeln und charmieren. Aber solche Gestalt, das ist zu viel. Er zieht wohl zu Fabrikanten um. Erik trägt ihre Ansicht eben beim Direktor vor. Wenn du abreist, ein Politikum, Thomas Mann kehrt Düsseldorf empört den Rücken. Ach, sie würden es verkraften. Oh, täusch dich nicht. Ein handfester Skandal ginge um die Welt. Möchtest du Porridge? Sie haben in der Küche gewiss Haferschleim. Es ist dasselbe. Danke. Ein Eifrühstück mundet allemal. Etwas Kaviar. Eine gute Schluckübung für den Tag. Iri hat die Rheinische Post besorgen lassen. Ganz famos, Tommy. Die Zugluft, die haben sie weggelassen. Haben sie mich in Düsseldorf nicht einmal wüst attackiert? In der Rheinischen Post. Weil die Gattin Potiphars lispelt. Besser, dass gelispelt und gelächelt wird und nicht gnadenlose Tonnen von Bierernst und Verbissenheit auf die Menschheit herabprasseln. Man muss Thomas Mann an unserer Zeit messen und erfahren, dass er sich überlebt hat. Das begreife, wer will. Sonne. Zu viel Sonne. Konturiert alles überdeutlich. Wie viel von Odorn? Ich weiß nicht. 2, 3. Du verträgst mehr Arznei als andere, aber das willst du ja nicht hören. Die Kinder sind untergebracht? Ja, ja. Golo unterm Dach. Was will er hier? Alles zupft und zerrt an einem. Jeder will und fordert. Das Nervenkostüm ist nur bedingt das eines Wanderkomödianten. Ach, lass den Jungen doch. Er hat sonst niemanden, an den er sich hängen kann. Sein Liebhaber kommt wohl erst im Herbst aus den USA. Sollen wir sie dann zum Essen laden? Beherrscht der Galan Deutsch? Vornehmlich Englisch wird bei Tisch nicht geredet werden. Das stimmt lustlos und strengt an. Ja, dann muss er eben zuhören. Vielleicht ist's im Herbst ja auch schon wieder aus. Du weißt, wie schnell bei Kläuschen die Herzenshelden wechselten, wie bei der Ehre die Freundinnen. Golos neues Buch über Amerika ist gedruckt. Vielleicht will er es dir überreichen. Man hat ja sonst nichts zu lesen. Ah, der Winter wird lang, mit langen Abenden. Vielleicht gelingt ihm ja der große Wurf. Ja, das soll ihm wohl gelingen. Forschen, brüten kann er wie kein Zweiter. Möchte alles aber auch einmal in Fluss kommen. Wie können sie brillieren, solange du lebst? Du hast die Worte poliert und zugespitzt. Tote wachgerufen, in Menge. Dem Irrsinn im Wirklichen nachgespürt. Und aufrechten Gang bewahrt. Was wäre sonst aus uns geworden? Das Schöpferische bleibt. Als Signal ohnehin. Es gibt noch allerlei zu besprechen für heute. Ist ausverkauft? Gibt es Proteste? Das mag ich nicht mehr erdulden. Voll und alles ruhig. Also Tommy, es gibt ein Tagesprogramm. Und es ist allerlei Unvorhergesehenes geschehen. Angereist, ich meine, eingetreten. Bertram aus Köln? Bertram, von dem weiß ich nichts. Er war lange mein Berater. Zuerst den Übermenschen feiern, dann missliebige Bücher verbrennen und nun? Also, Lesung 19 Uhr. Wir werden abgeholt. Ich rate dir zum Zirkuskapitel. Die Zirkusszenerie ist mir zuwider. Fürs Volk hineingeschrieben, das gehöriges Tschingderassabum-Clownerie und eine halbnackte Trapezkünstlerin möchte. Wie dem auch sei, du hast's geschrieben und das Zirkuszelt macht sich famos. Aber der Vormittag, es geht bald los.
Führung des Dumont-Lindemann-Archiv. Der Mittagsschlaf wird knapp. Um 2:30 steht die Kunstsammlung an. Die alten Meister können dir vielleicht Anregungen geben. Und außerdem verschafft der Rundgang dir Bewegung. Keine Anregungen heute. Na, das sehen wir dann. Da ist noch eine Dame von den Lübecker Nachrichten, lässt sich kaum abwimmeln. Sie will ein Interview mit dir. Och, das 3-Millionenste, nein. Wer? Für wen? Sie will dir auch nicht viel Zeit rauben. Ich habe keine mehr. Ein bisschen Disziplin, Tommy. Im Frühjahr wirst du Ehrenbürger deiner Heimatstadt. Nachdem sie mich bespuckten. Und nicht, weil ich zu verspielt wäre, sondern die hohlen Fassaden durchleuchtete und Bomben rechtfertigen musste, die auf ihre fanatisierten Schädel fielen. Schrecklich alles. Willst du, kannst du dich Fräulein Kückebein verweigern? Kückebein? Das stammt doch glatt von mir. Nun, einem Fräulein dieses Namens sollte man allerdings ein Viertelstündchen gönnen. Gut, um 16:30. Dann gibt es hier in Düsseldorf Leute, denen wir verpflichtet sind. Sie waren gute Bekannte, Freunde, Sylt, Spätsommer. Und du wirst dich erinnern, die Häusers. Du hast sie sogar einmal besucht, ohne mein Wissen. Verflucht. Ich wäre nie gereist. Ein Gebot der Höflichkeit. Guten Morgen. Oh, Omelette. Und ihr rührt es gar nicht an. Rote Trauben, wunderbar. Ach, es geht Ihnen schon wieder glänzend, nachdem Sie ein paar Dutzend Länder niedergetrampelt haben. Sie arbeiten die Schuld nicht ab. Sie arbeiten sie weg. Die sowjetische Zone bezahlt und leidet authentischer. Dort hängen die Trauben hoch. Im Hosenanzug wird man durchgehend begafft. Schickt sich nicht. Die Männer wollen keine Konkurrenz. Konkurrenz? Vor 10 Jahren schufteten die Frauen in der Frontindustrie. Nun sollen sie wieder brave Mädels sein. Das wird nicht funktionieren. Das Tagesprogramm ist geklärt. Kaum Mittagsschlaf. Ich werde ihn danach zum Interview begleiten. Und was soll ich tun? Fahr doch mit Golo nach Benrath. Das Zimmermädchen meint der Schlosspark wie ein Blumenmeer. Hast du es ihm gesagt? Die alten Häusers kommen. Falls wir sie erreichen. Mehr verträgt er nicht. Er braucht den Kopf frei für den Abend. Ohne Augenweide fällt ihm nichts ein, lebt er nicht auf. Duldsamkeit übst du schon immer. Aber das ist nicht mein Sobby. Und dieser Klaus ist schon über 40. Guten Morgen. Golo. Na, habt ihr es ihm gesagt, Milan? Seine Hauptfigur ist da. Hauptfigur? So ein Unsinn. Häuser war nur einer im Parademarsch seiner Menschenbeute. Aber er hat auf ihn den allergrößten Einfluss. Er hat den Zauberer in seiner Empfindungswelt bestärkt. Sie haben sich geküsst. Noch größere Unsicherheit in ihn gesät. Männerliebe, werter Herr Bruder, das geht nicht gut. Andere auch nicht. Sapfo und ihre Priesterin lebten einvernehmlich. Warst du dabei? Kümmere du dich um den Film, Eri. Und du komm mit deinem Amerika-Buch zu Potte. Schneller als du dachtest. Aber Vorsicht, es preist die Freiheit und nicht die sozialistische Gängelung. Amerika ist unser Modell, im Schlechten wie im Guten. Ich will die Menschenrechte uneingeschränkt. Gerechtigkeit und Frieden sind das Muss. Die Liebe zu den Geschändeten. Ach, Begriffsgetöse. Ach, Schluss. Ich glaube, ohne die würdige Aufsicht hakt es bei euch beiden. Ich glaube, hier entgleist etwas. Hienieden heißt es praktisch sein. Tommy, kommst du? Gottfried und deine Tochter haben Hunger. Ach, das ist ja köstlich. Mm. Ein kleines Gabelfrühstück. Ein moderates Gulasch zwischendurch lenkt von Sorgen ab. Alsdann mit frischer Kraft wieder an die Pflichten. Dafür müsste eine Revolution aufflammen, Besenfeld. Für die tiefe, tiefe Pause zwischendurch. War es heiß genug? Neues von der Front? Von welcher? Der Dichter? Außer Haus. Aha. Und der Generalfeldmarschall? Kurz vor der Kapitulation. Ja, darin ist er geübt. Sieh mal, gib mir sofort Bescheid, wenn er abreist. Er bekommt einen Preisnachlass. Ha, er wird gar nicht zahlen wollen. Dusche ohne Kopf im Hinterzimmer. Auch egal.
mussten die alten Häusers eingeladen werden. Ach, Tommy, ich habe auch ein Telegramm an Bertram geschickt. Er wohnt nur ein paar Kilometer weit weg. Du musst dich mit ihm versöhnen. Deine Bücher hat er von seiner Bücherverbrennung ausgenommen. Das soll ich ihm danken? Nein, aber ich weiß doch, dass Unversöhnlichkeit dich zermürbt. Du gibst ihm die Hand, sagst, ich will ans Gute denken und nicht mehr ans Schlechte. Ihr Rat war mir ehedem teuer. Über ihr späteres Treiben möge die Nachwelt befinden. Ja, und gut. Du meinst, er gibt sich damit zufrieden? Im äußersten Fall bist du unpässlich und Eri und Golo können dich vertreten. Ich weiche nicht aus, Katja, das weißt du. Ah, und nach dem Interview gurgelst du und legst dich hin. Ist die Dame schon eingetroffen? Frau Kückebein von den Lübecker Nachrichten? Ja, gnädige Frau. Ich habe sie in die Stube gebeten. An neutralen Ort, sozusagen. Höchstens eine Viertelstunde. Ja, auf keinen Fall länger. Thomas Mann. Ich darf Sie doch so ansprechen. Oder bevorzugen Sie eine andere Anrede? Es ist recht so. Nun, Herr Dr. Mann, warum werden Ihre Bücher viel gelesen? Thomas Mann, die Magie des Wortes, deren Meister Sie sind, diese Magie ist nur stümperhaft zu beschreiben, so als wolle man Musik beim Wort nehmen. Einprägsam sind Ihre Menschenbilder. Sie erschufen manche Gestalt als Abbild menschlicher Schwäche. Leser fühlen sich gerne gesünder, besser oder klüger. Steckt dahinter Absicht? Sparen Sie bewusst den Alltag mit seinen Schrunden, dem Schweiß der Arbeit, Küchengeruch und Müllgestank aus? Wollten Sie nicht einmal einen proletarischen Roman für das arbeitende Volk schreiben, in dem es sich wiedererkennt und der es aufrichtet? Wie viel Zeit, ich meine, wie viel Platz in Ihrer Zeitung haben Sie denn für Ihr Interview? Für unseren Nobelpreisträger ohne Probleme 2, 3 ganze Seiten. Wenn Sie an einen proletarischen Roman denken, ein Werk, in dem sich ein Teil des Volks förderlich selbst begegnet, so denken Sie zwangsläufig an Bücher, die Sie kennen. Sie wünschen sich von mir ergo etwas, was es bereits gibt. Oder was ähnlich fortgesetzt würde. Warum wollen Menschen erstaunlicherweise etwas, was ihnen bereits ungefähr geläufig ist? In den USA wurden sie in den letzten Jahren verdächtigt, sich mehr und mehr dem Kommunismus zuzuneigen. Ist das nicht kurios, angesichts ihrer Herkunft und ihres Lebensstils? Hat ein passables Urgehäuse etwas mit Gerechtigkeitssinn zu schaffen? Sie werden das Interview vor der Veröffentlichung zum Gegenlesen bitte nach Zürich schicken. Das ist üblich. Gewiss. Es kann durch Präzision nur gewinnen. Auch wenn unsere Leser es vielleicht nicht so kennerhaft wahrnehmen. Mit dem Unverdaulichen müssen wir uns plagen. Sonst wäre die Erde schon das Paradies. Wenn der Kommunismus den Frieden will, und ich glaube, dass er ihn will, so sollte er alles tun, um einem Humanismus Vorschub zu leisten. Jüngere Leser, Thomas Mann, richten sich gerne an jüngeren Künstlern und Schriftstellern aus. Die Erfahrungen und Weltbilder sind sich nahe. Wie platzieren Sie sich selbst? Das ist doch wichtig. Ist es? Du hast viele Leben gerettet. Du hast Gedanken, Kunst und Wortreichtum in die Finsternis gebracht. Du hast mit die deutsche Sprache gerettet. Du bist ein Gewissen der Menschlichkeit. Ich danke dir. Ich? Dir? Thomas Mann hat heute Abend Lesung. Ich denke, es ist Zeit. Königsallee von Hans Pleschinski. Bearbeitung und Regie Uwe Scharek.
Der Besuch bei den Eltern, die Flucht ins Hotel, unangemeldete Besucher, die singen, betteln. Es war ein Fehler, Asien zu verlassen. So bedrückt. Sollten wir lieber weg? Weiß nicht. Das Schreiben. 26.08.1954. Sehr geehrter Klaus Häuser, mit Freude habe ich gehört, dass Sie wohl auf sind. Es hätte in den vergangenen Zeiten schlimmer ausgehen können. Nach einer restlos ausverkauften Lesung von Thomas Mann am heutigen Abend findet im Künstlerverein ein Empfang statt. Es würde uns Freude bereiten, Sie und Ihre Begleiterin unter den Gästen zu sehen. Beginn zu Beginn circa 9:30. Mit freundlichem Gruß, Ihre Katja Mann. Überschwänglich klingt das nicht. Immerhin aufmerksam und comme il faut. Alte Schule. Meine Schule war auch alt. Wie unsere Smokings. Aus dem Verleih. Ich hätte ihn gerne lesen hören. Vielleicht liest er die allein vor. Schau, deine Eltern. Aber damit hätte ich nicht gerechnet. Das Volk. Die Transparente. Die Fotografen, die Polizei. Ich habe gedacht, ein Nobelpreisträger sei sakrosankt. Eben noch ein überfüllter Saal mit Podiumsbesetzung, lauter Empfang und festliche Stimmung. Ganz Düsseldorf ein großes Beifallsfest. Nun, nach einem grandiosen Leseerlebnis im Schulmannsaal, finden sich die offiziellen Vertreter der Stadt aus Politik und Wirtschaft, Kirche, Kultur und Wissenschaft im Mahlkasten ein, um dem großen Dichter mit einer Gala zu danken. So groß die Schar seiner Verehrer, so vielstimmig die Vivat-Rufe seiner Anhänger vor der großen Freitreppe. Willkommen, Thomas Mann, steht auf Transparenten zu lesen. Aber auch aggressive Töne. Hauen Sie ab, Marlene und du. Offensichtlich haben ihm einige das Exil in den Vereinigten Staaten nicht verziehen. Doch die freundlichen Stimmen überwiegen und man spürt die Hoffnung, die dem großen Dichter entgegenschlägt, der sich stets zu Wort gemeldet hat in bewegter Zeit. Mann ist allgegenwärtig. Ich lese hier noch ein anderes Transparent. Lies mir im Rundfunk. Das wünscht man sich. Und wie stets wird er begleitet von Frau Katja und Tochter Erika. Da seid ihr. Milein bestand darauf. Ihr könnt ihm kurz guten Abend sagen, mir nicht. Eine Zumutung. Nicht zu fassen nach all den Opfern und Zerrüttungen. Sie trauern immer noch dem Diktator und dem Krieg nach. Vielleicht war Morgenthaus Plan richtig. Das ganze Land in eine große Farm verwandeln, wo Rüben geerntet und Kühe gemolken werden und niemand mehr ein Schwert in die Hand bekommt. Können die Menschen denn keine besseren Argumente haben als Herabsetzung und Unterdrückung? Guten Abend, meine sehr verehrte, gnädige Frau. Wir gratulieren zu der unvergesslichen Lesung. Sie wissen, dass der Besuch Ihres Herrn Vaters auch ein wirtschaftliches Plus für die Stadt bedeutet. Wo er auftritt, können auch leichter wieder internationale Messen ins Auge gefasst werden, nicht wahr? Man ist wieder wer. Schon die holländische Woche ist ein Schritt in die europäische Gemeinschaft zurück, nicht wahr? Ja, sicher. Vielen Dank. Das war Baurichter. Er saß vorne links. Ist richtig populär, unser Regierungspräsident. Ein patriotischer Sozialdemokrat. Ohne Scheu hat er gegen die Demontage von Industrieanlagen und ihren Abtransport nach Großbritannien protestiert. Saß auch 2 Jahre lang im KZ. Was für ein Land. Sie sind alle da. Aber ist so ein Empfang noch mit Dichtung verbunden? Oder gesellschaftlicher Schaulauf? Ich denke, die Energiekooperation mit Neuss ist unter Dach und Fach. Das nenne ich flott verhandeln, Herr Kollege. Und das ist nicht das Ende, verehrte Frau Stadträtin. Irgendwann müssen kommunale Betriebe in Privathand, sogar die Post. Sind Sie bei Sinnen? Das wäre doch die Entmachtung der öffentlichen Hand, der Öffentlichkeit. Im Gegenteil, Frau Zollitsch. Wo es um Privatgewinn geht, wird flexibler agiert, näher am Kunden. Ich bitte Sie, Giesewind, wozu brauchen wir dann noch unsere Verwaltung? Ein Land ist doch keine Firma. Auch der Markt muss dem demokratischen Allgemeinwohl nachgeordnet bleiben. Markt ist Demokratie. Es mag noch viel Schnickschnack kommen, doch das Gedruckte, das bleibt. Feilicht, Sie sind Buchhändler. Ja, über markante Bücher wird noch 20 Jahre lang gesprochen. Bücher sind das Protokoll unseres Wesens. Natürlich
müssen wir in den Vordergrund stellen, was die Kundschaft lesen zu sollen meinen. Da muss man wirtschaftlich denken. Die Zeiten des müßigen Herumstöberns in hinteren Regalen sind vorbei. Und? Verlief's gut? Ja, durchaus. Unser Star subventioniert mir die gesamte Lüge. Zur Abpolsterung habe ich mich in eine Tankstelle eingekauft, diese Winter. Eine Quelle der Zukunft. Aber wo ist der Architekt, Frau Stadtbaurat? Herr Hendrich hat sich entschuldigen lassen. Kardinal Frings lässt sich auch vertreten. Naja, Kunst, Natur und Liebe als das letztere Folio des Menschen sind sicherlich nicht vollkommen nach dem Gusto des Oberhirten. Zum Wohl. Spritziges gibt's am Buffet. Danke well. Danke vielmals. Was soll ich hier? Jetzt bist du da. Ich bin ein Lüftchen in der Welt. Was habe ich mit ihm zu schaffen? Ich dachte, Dichter lieben. Wer wen? Wie du sein Werk. Nicht das Ganze. Er hat dich verschlungen. Damals. Da, er signiert. Eine Widmung, komm. Ich kann nicht. Sei kein Angsthase. Da, sein Blick. Er legt den Kopf in den Nacken, schließt die Augen, räuspert sich. Er scheint sich auf die Lippen zu beißen. Sie zittern. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Ich kann doch jetzt nicht weinen. Warum? Er tut's doch auch fast. Sie sind's, Klaus. Unverkennbar. Frau Mann. Willkommen. Dass wir leben, ist gewiss eine Gnade. Ja, auf mein Roastbeef waren Sie damals ganz versessen. Die Köchin war gut. Aber Haus, Garten, nichts mehr da. Frau Mann. Nun kommen Sie. Befreien Sie ihn von dieser Tortur. Zu nett. Oh, täuschen Sie sich nicht. Ach, das mit der Begleiterin. Tut mir leid. Ihre Kind hat nicht richtig berichtet. Und ein bisschen Farbe tut ja immer gut. Mine ist immer Pütra. Ja, Tommy, schau mal, wer hier ist. Josef. Ich meine Klaus Häuser und seine Begleitung aus... Sumatra. Ja. Klaus Häuser. Ich darf Sie doch noch Klaus nennen. In diesem Namen ist viel Schmerz. Aber Tommy... Ich war erfreut, dass mir Ihre Ankunft vermeldet wurde. Ich doch gleichfalls. Wir sind beide ein bisschen älter geworden. Bei Ihnen ist's Reife, bei mir Eis des Alters. Aber Sie sind jung geblieben durch Ihr Werk. Der Charmeur, unverändert. Charmant war ich nie. Jedenfalls nicht mit Absicht. Ein bisschen dauert's noch bis zum Essen. Kommen Sie, mein Herr Sumaiputra. Wo waren Sie? In der Welt. Ich auch. Viel ist nicht aus mir geworden. Kokosnuss versandt. Doch kühn gelebt. Südostasien kann zwanglos sein. Hier herrschen Bedrückung und Ängstlichkeit vor. Was hatte ich Ihnen damals vorgelesen? Im Arbeitszimmer? Nur für mich? Ja. Wie Jakob mit einem Linsengericht für Isaak seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht betrügt. Sie saßen am Schreibtisch, ich auf meinem Stuhl. Nicht zu viel Erinnerungen, Klaus. Ich bin müde. Ich wandle durch meine Vergangenheit. Sie ist mein Eigentum, trotz mancher Peinlichkeit. Danke für den Gruß nach Asien. Sie hatten mir sehr aufmerksam von ihrer Passage durch das Rote Meer geschrieben. Das Dahinschippern durch die Glut, die Kamele auf der ägyptischen Seite. Nicht doch. Ich schluchzte jede Nacht vor Heimweh und wollte doch weit fort. Ich hatte mich gerade das erste Mal in der Schweiz eingerichtet. Wahrlich auch kein Lustwandeln. Ihre Karte rührte mich tief. Sie schrieben, dass aller Spuk bald vorbei sein möge. Er begann erst. Post aus Europa und dann von Ihnen. Ich habe die Karte überall bei den Holländern herumgezeigt. Verzeihen Sie. Ich wollte selbst einmal nach Neuseeland auswandern. Doch wo wohnen? Und wie?
mit deutscher Zunge. Unvorstellbar. Ich muss doch unser Haus in Ordnung halten. Es ist groß, es ist ehrwürdig. Unholde und Dämonen wollen es immerfort verwüsten. So war auf heikler Wacht zu bleiben. Was haben Sie gemeistert? Ein Film läuft jetzt nach Ihrem Buch. Ah, er hat mich leidlich amüsiert. Vielleicht wird es dermaleinst mit dem Kohl etwas pfiffiger. Und der Eros, der die Liebe lenken will, muss doch der Anlass allen Treibens sein. Schon gar bei den Larven auf der Leinwand. Tja, dann brach der Kontakt ab. Tat er das? Ich will ganz offen sein. Ich soll Ihnen ein Buch Ihres Sohnes ans Herz legen. Ach. Und ich glaube, sein Buch ist sehr gut. Wollen Sie ihn nicht fördern? Golo will auch gar nicht Dichter werden, sondern historischer Erzähler. Das beruhigt. Und dann wäre da noch etwas. Nur zu. Du darfst. Wir sind von einem Professor überfallen worden. Iris Patenonkel. Bertram? Ja. Er ist hier. Er sagt, er war ihr Freund und Ratgeber. Er hat Bücher verbrannt und Gedichte für den Sieg der arischen Rasse geschrieben. Grauenhaftes Gedröhn. Nun bereut er, glaube ich, und sehnt sich nach Versöhnung. Ein ehedem gescheiter Kopf. Aber nun hinein. Sie wollen des Dichters Stimme hören. Düsseldorf, meine Damen und Herren, ist in meinem Lebenskalender ein Ort, der stets einen besonderen Rang genoss. Von früh an konnte Ihre Metropole des Rheinlands mich an ein Bürgertum denken lassen, dass ich über lange Zeiten seiner selbst Herr war und überdies seine schaffensfrohe Tüchtigkeit über viele Jahreswochen mit einem Treiben zu verbinden versteht. Ich spreche von den Tollheiten des Karnevals, in dem während losgelöster Stunden die Fantasie über das Kalkül obsiegt. Ja, ein munteres Heidentum manch drückende Tristesse beiseite fegt und unsere oft allzu eingeengten Lebensläufe mit schöner Narretei durchwürzt. Übles, das Übelste scheint durchstanden. Das düstere Neandertal befindet sich nicht nur in der Nähe der geschundenen Gassen. Zwischen und angesichts rasender Horden, die Gnade nicht kannten, nicht Recht, nicht Kultur, haben wir selbst gelebt. Und mein Fluch gilt den Tätern. Geschändet haben sie unser Erbe und was als ehrbar deutsch galt, in den Schmutz gezogen. Massenkrampf erlebten wir. Budengeläut und derwischmäßiges Wiederholen monotoner Schlagworte, bis die Mäuler schief hingen. Fanatismus wurde Heilsprinzip, Begeisterung epileptische Ekstase, Politik zum Massenopiat. Das wenden Vernunft und Ehrgefühl, die Scham und ein mitfühlendes Menschentum, denn ein geringeres ist kein nennenswertes, nun für immer von uns ab. An die Zukunft wende ich mich. An die hier im Saal nicht eben zahlreichen, doch umso willkommeneren jungen Leute. 16 Jahre, von den gut 20, die vergangen sind, seitdem ich aus der Heimat ging, habe ich in Amerika verbracht, diesem Lande des Reichtums und der Großzügigkeit. Dennoch ist es eine seelische Tatsache, dass ich mir, je länger ich dort lebte, desto mehr meines Europäertums bewusst wurde. Enger im Raum ist das Leben hier, aber tiefer in der Zeit. Und weiteres. Uns ist nicht bange, dass die wirkende Zeit nicht nur ein geeintes Europa bringen wird, in seiner Würde erneuert, mit einem wiedervereinten Deutschland in der Mitte. Wir wissen noch nicht, wie und wann dies vonstatten gehen wird.
Doch alle, die Sie heute im Schumannsaal den Abenteuerlichkeiten des unerschütterlich lebensbejahenden Krull, dem von hier gebürtigen Welttänzer auf abendländischer Bühne, lauschten, Sie werden es ahnen, dass ich der Jugend niemals etwas Tristes und sogar Unmögliches ans Herz legen werde. Ein europäisches Deutschland. Allein durch Offenheit gestaltet sich Großes und sind wir innerlich reich. Ich danke Ihnen. So denn, Nachwelt, dir Glück auf. Fast noch gute Nacht oder auch schon guten Morgen, der Herr. Foyer bitte. Sehr gerne. Ich brauche Luft, Bewegung, Ruhetage, Abendbrot mit Apfelsaft. Waren Sie jemals auf Sylt? Ich träume eher vom Süden. Lissabon, Buenos Aires, irgendwann. Und Asien? Formosa muss ganz formidabel sein. Sie sind nicht ich. Wie bitte, der Herr? Du hast auf dich warten lassen. Ich war mir nicht sicher. Nach diesem anstrengenden Abend. An Schlaf ist nur noch selten zu denken. Aber Sie müssen ruhen. Bald steht Ihre Reise an. Noch zu leben ist fehlerhaft. Besonders da ich fehlerhaft lebe. Essen ist mir eine Last und Plage. Mein einziges Behagen ist Rauchen und Kaffee trinken. Was beides schädlich ist. Das gebückte Sitzen am Schreibtisch ist ebenfalls schädlich. So ist es, wenn man sich überlebt. Meine letzten Werke sind bereits überhängende Nachträge. Schon unnotwendig. Nicht so erschüttert, lieber Herr. Wenn Sie ein Vergnügen wollen, so gehen wir ein paar Schritte. Vor die Tür? Milein und Erikind wissen nichts. Das ist auch gut so. Nach Benrath. Der Sonnenaufgang ist herrlich. Herr Portier? Ja? Rufen Sie uns bitte ein Taxi. Höchstens ein paar Schritte, um einmal früheste Luft zu kosten. Stimmt es, dass Dichter ihre Nächsten, wen sie lieben, wen sie hassen, wer sie auch nur interessiert, für ihr Werk ausweiden, verbrennen, sodass Hüllen und Asche ihren Weg markieren? Das ist leidlich bekannt. Doch wer fragt nach, wer und was mich plagt? Ich bin die brennende Kerze, die ihren Leib opfert, damit ein Licht leuchte. Ja, Gefühl ist alles. Sie haben auch mich verbrannt, nicht wahr? Nimmst du es mir übel? Du hast dich davongemacht mit gesundem Egoismus. Ich rettete mein Werk rechtzeitig vor dem Sog der Leidenschaften, habe vergeistigt, verfeinert und ausgedeutet, was mich erregte. Aus einer Menschengeschichte wurde eine Geschichte für viele. Bin ich es geworden? Bin ich Josef in Ägypten? Ach. Bin ich es? Zum Teile. War ich es Ihnen? Zum besten Teile. Du bewegtest den Erzvater Jakob und die Herzen der Ägypterinnen. Du rührtest die Himmelsmacht. Oh, das war ihr Josef. Du warst mehr, herzlieber, schöner Klaus. Und dass ich dich liebte, was ging's dich an? Ein Licht der Nacht, der erste Sprung ins Traumhafte. Das Geschmeidige, nach dem das Lebende verlangt, warst du. Die pulsierende Wärme, die der Mensch bei sich fühlen möchte. Verführung. Mein Sehnen und mein Seelenfeuer. Nicht doch.
So viel? Die Schläfe an meiner. Schwarze Augen, geliebte Lippen, die ich küsste. Wir begegnen einem Angesicht, das wir lieben, und wir werden wieder davon getrennt. Aller Trennungsschmerz ist nur Schmerz über sicheres Vergessen. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass jedes neue Zusammentreffen unser Gefühl erneuern, uns wieder oder eigentlich noch immer lieben lassen wird. Es war da. Auch ich hatte es. Ich werde es mir sagen können, wenn ich sterbe. Und nun gehen wir. Das Äußerste geht mich jetzt an, Klaus. Tod. Letzter Flug in die Flamme. In meinem Herzen, teure Bilder. Du. Mögt ihr ruhen. Königsallee von Hans Pleschinski. Es sprachen Klaus Häuser, Barnaby Mitschorat, Anwar, Jan Kersjes, Thomas Mann, Wolf-Dietrich Sprenger, seine Frau Katja, Susanne Barth, Tochter Erika, Lena Stolze, Sohn Golo, Matthias Buntschuh, Journalistin, Annika Schilling, die Honoratioren, Johanna Gastorf, Andreas Grotgar, Volker Niederfahrenhorst und Wilfried Schmickler. Das Hotelpersonal, Martin Brambach, Wolfgang Rüther, Mareike Hein und viele andere. Sowie Gisbert Baltes als Reporter. Technische Realisation, Gertrud Melcher und Barbara Göbel. Regieassistenz, Hanna Steger. Bearbeitung und Regie, Uwe Scharek.